Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Fallen Order. Jedi Fallen Order. So, ja, jetzt geht's. Ich will dahin. Ich will dahin. Also hier geht's nach unten, da wo wir hin müssen, aber kann man hier an der Wand entlang kraxeln? Oder kann man irgendwie anders dahin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ha. Oder kann ich da erst später hin? So, das da hier ziehen, dann darüber springen und dann... Warte. Entschuldigung. Hey, ich versuche mal gerade... Da geht es natürlich nicht lang. Ich versuche mal gerade, ob man da... warte. Ob man da entlang sprinten kann. Okay, nein. Der kann nämlich nur auf... Hi! Auf ganz bestimmten... Klebewänden... Macht benutzen, irgendwie so. Komisch. So. Oh. Wie berechenbar. Oh ja. Ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Ach, die benutzt nur eins. Ja, okay, dann ich auch. Ich vernichte dich. Okay. Hilf mir bitte! Das war gar nichts. Die hat lustige. Amateur. Hey, bitte! Los, schneller! Okay. Bist du wirklich ein Jedi? Bringen wir es zu Ende. Nice. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Dein Untergang rückt näher. Dieser krass. Alter, ich komme gar nicht durch zu ihr durch. Was ist denn los? Das ist zu einfach. Na gut, dann mach ich halt mit bei. Was würde Jarro T'Pol jetzt von dir denken? Er wäre stolz. Glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Das war gar nicht. Du blutest wie alle anderen. Okay. Oh, war das fuck. Alles? Ich hatte mehr erwartet. Ja, ich auch. Entschuldigung. Ich bin gerade erst wieder eingestiegen. Sorry. Sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, gut. Also. Jetzt mache ich die fertig hier. Ich mache aber trotzdem nur ein Lichtschwert. Na schön, den nächsten entgehst du nicht. Ja. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Treff halt deinen Schlag. Hey.
vernichte dich. Alter. Vorstellung. Jetzt bitte. Sehr schwache Leistung. Ja, ja. Hierher, bitte. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Ich bin dir haushoch überlegen. Ja, wo bist du? Alter, jetzt hör mal auf. Alter, ich roll doch und. Ah. Wie soll ich die besiegen? Alter Schwede. Ich mach hier ihr halt überhaupt kein Damage. Das ist halt schon krass. Das ist halt schon übel. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Das ist ja schön. Dein Untergang rückt näher. Träge. Immer scheiterst du. Los, schneller! Das ist zu einfach. Bleib stehen. Ja, wie du hampelst die ganze Zeit rum. Boah, das war ja übelst schlecht. Hilfe, bitte! Teufel! Was würde Jaro T'Pol jetzt von dir denken? Lock doch! Das war gar nichts. Du wirst als Versager sterben. Ja, deine Mutter. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Ja, das ist eigentlich ihre Schülerin. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Ja, sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Ja. Shadow Eyes. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Mhm. Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh,
Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert? Ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler. Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Gut. Ja, die zweite Schwester erklärte, dass sie einst. Dass sie einst in der Padawan war, bla bla. So. Alter. Hey, Rutschparty. Hatten wir ja so lange nicht mehr. Die stehen echt darauf irgendwie. Keine Ahnung warum. So, mal ist das ganz lustig, aber... Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Trill. So, alles zugewachsen. Gehen wir mal hier hin. Ah. So, ausruhen. Uiuiuiuiui. Weil Fähigkeiten haben wir nicht mehr, ne? Also immer noch nicht. Nö. Na gut. Gut, also. Dann gehen wir mal in die Enge. So. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Da ist ja auch nicht dein Grab hier. So. Es muss ja nur den Toten da taugen. So. Ich hab's. Aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Mhm. Ja. So, dann... können wir also immer noch mit ihr reden. Ja, gefällt mir. Also, die spricht immer so ein bisschen seltsam. So ein bisschen. Bleib weg! Ey, jetzt... kümmere dich um den. Dann bin ich dran. Ja, aufstehen. Wie sind die hier hingekommen? Sind die auch gerutscht? Ach, gut, gute Idee. Mal duschen. So.
Da geht's rein? Oder raus? Irgendwas Interessantes? Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Okay. Aha. Aha, aha, aha. Okay, kurz mal ausruhen, beziehungsweise einfach nur speichern. So, hier geht's weiter. Ah, hier komme ich wieder zurück, aber da oben ist auch noch... Hier läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Dann heck mal und öffnen. Erledigt. Ja, sehen wir es uns an. Mantis-Lackierung. Ja, cool. Ein Relikt aus dem alten Sepho. Ich spüre große Eitelkeit und Prunksucht in dieser Phase ihrer Geschichte. Hm. Hilfst du mir mal, BD? Okay. Also sie waren die Besten, die Besten. So, ja okay, sonst gibt's hier nichts mehr. Also hier unten. Ah nee, aber da bin ich hoch hier. Gut, gut, gut. Ja, nö, kein Bock. So, was kann ich hier machen? Hä? Oh, hallo. Ah. Okay. Ich glaube, das kommt dann später. Hier hoch. Darüber könnte ich auch noch. Oh nee. Fähigkeitspunkt, yeah. Das ist echt interessant, wie man hier ja, Fähigkeitspunkte so ein bisschen lala ansieht und bei allen anderen oder bei fast allen anderen ja, Spielen ist es wirklich so, ah, endlich Fähigkeitspunkt, bla bla.
Ja, hier ist das echt nicht so. Also, man kann halt nicht das, skillen, was man gerne möchte. Da kommen wir niemals rüber. Ich gehe zurück und melde es dem Trupp. Jedi! Du hast mich angegriffen. Ich hätte dich nicht angegriffen. So, da brauchen wir alles Feurige dazu. Ist da drüben jemand? Nö. So, mal schauen, wo es hier hingeht. Okay. Ich dachte gerade, weil der die ganze Zeit so runtergerutscht ist. So. Ah, da darüber. Hui. Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. Was ist das denn jetzt? Das passt dann, ja, okay. Wie die sich gar nicht wundern, dass das jetzt hier. Ja, ich lass dich in Ruhe. Dass das ja hier jetzt durchgegangen ist. Ein Aufständischer! Dafür bin ich nicht bereit! Haltet ihn im Auge! So, gut. Geht's hier irgendwo hin? Nee. Dann geht's da lang und geht's da lang? Nee. Alles klar. Dann benutze ich mal den komisch aussehenden. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Na? Dieses Schwert wird dich nicht. Ich werde dich kriegen, Jedi. Jetzt bitte. Noch nicht, Jedi. Oh. Steh auf, kämpf gegen mich! Steh auf, du Feigling! Na, block das mal! Hör auf zu laufen! Ich brauche einen Stim, bitte! Eigentlich wollte ich den runterschmeißen, aber egal. Dann hatte ich nicht mehr genug Mana. Oder Macht. Ah, wie praktisch. So. Dann gehen wir mal hier rüber. Hui. Ich habe halt keinen Slim mehr. Stim. Ich sehe dich. Oh. Oioioi. Was hast du denn hier gemacht?
Ah, das ist wieder was zum Bombardieren, ne? Und zufällig ist da auch ein kleines Viech. Tut mir leid. Ich muss dich gerade mal benutzen. Danke. Oh, bitte macht. Bitte macht. Bitte, 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 bitte. Ah. Mein alter Sepp. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Sie starben jedoch, bevor es fertig war. Alter. Sepho-Arbeiter. Der Arbeiter war eins sephonianischen Arbeiters. Leichnam. Ja, ja, bla bla bla. Den haben sie einfach hier gelassen. Alter. Ah, hey. Gut. Wahrscheinlich hätte ich es mit der Macht aufhalten müssen. So, komme ich da rüber? Ja. So. Ah, wieder. Du bist erledigt. Der hat da unten sogar überlebt. Naja. Wie undankbar der war. Ich habe ihm geholfen und dann greift er mich trotzdem an. Als würden die nichts lernen. Die sind wie die Druiden. Oh, hey. Ich bin doch getammelt. Wieso sind die manchmal so einfach und manchmal... Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bohrer soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zier die Schuld. Nope. Glaube ich nicht. Ha. Hä? So. Abkürzung freigeschaltet. War ich hier schon mal? Ah, ja, ja, das war das. Ah, weg da. Jetzt bin ich hier. Gut, dann speichern wir mal kurz. Weil Schaden gibt's ja hier nicht. Und ruhen uns aus und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Oh, warte, warte, warte. Haben wir jetzt neue Fähigkeiten? Natürlich nicht. Oh, deswegen, ich will Macht-Essenzen finden. Gut. Bye-bye.